Das sind dann 51,9% plus 48,9%. Qualitätswein ist das Resultat komplexer mikrobiologischer Vorgänge. Diese Hefezellen sind es, die... Saki! Zu trocken? Wirklich? Diese toxischen, die sind wirklich sperrig. Na gut, was soll's. Komm. Ja. Um einen bekömmlichen Wein herzustellen, sind verschiedene Weinhefearten während der Gärung von Bedeutung. Sie befinden sich auf den Weintrauben. Man unterscheidet verschiedene Typen von Hefe. Die Hefegattung Saccharomyces, man könnte sie die Macherhefen nennen. Die Gattungen Pichia und Hansenula, wir nennen sie die wenig zuträglichen Hefen. Mit durchschnittlichem Elan engagieren sich die Gattungen Hansenia spora, Klöckerer und Metschnikovia im Weingärungsprozess. Und das sind die total unerwünschten Killer-Hefezellen. Mit zu vielen von ihnen endet ein Gärprozess in mieser Weinqualität. Vor der Lese überprüft die Önologin die Traubenqualität. Ihr Wissen und Können ist im komplexen Prozess der Weinherstellung wesentlich, damit aus den Trauben ein ansprechender Wein entsteht. Nicht alle Hefezellen kommen bei der Traubenlese in die Lesebehälter. Viele bleiben zurück und fallen auf den Boden. Dort überwintern sie. Bei Regen und Wind werden diese Hefezellen im nächsten Jahr wieder nach oben auf die neuen Trauben gespritzt und geweht. Keiner weiß, was jetzt auf sie zukommt. Nach dem Lesen folgt der Verarbeitungsprozess der Weintrauben. In diesem Fall ist der erste Schritt das Keltern in Form einer Ganztraubenpressung. Der Pressvorgang wird eingeschaltet. Der Traubensaft ist aus den Früchten herausgepresst.
Die Rückstände, wie Stiele und Kerne, verbleiben in der Kelter. Sulfit wird zum Traubenmost hinzugefügt, um die Reproduktion von nicht erwünschten Mikroorganismen zu verhindern. Bakterien und Hefen sind beide mit dem Lesegut in die Kelter gelangt. Das Sulfit tötet die Bakterien ab, verzögert allerdings auch kurzzeitig die Vermehrung der erwünschten Hefezellen. Traubenmost wird in die Tanks gepumpt. Nach der Mostklärung kann der Gärungsprozess in den dafür vorgesehenen Tanks beginnen. Nichts ist mehr so, wie es war. Die Lebenswelt der Hefezellen hat sich total verändert. Wo vorher Sonne und Sauerstoff waren, ist jetzt Flüssigkeit. Wie kann man hier nur überleben? Saki versucht, nicht in Panik zu geraten. Der Gärungsprozess beginnt mit der Verstoffwechslung von Mostzucker. Die Hefezellen konsumieren Zucker und produzieren daraus Ethanol, CO2 und die Aromen. Nicht alle Hefearten sind auf gleiche Weise begeistert bei der Sache. Die unzuträglichen Hefen sind kaum leistungsfähig. Saki engagiert sich, hat einen klaren Plan und treibt den Gärprozess zielstrebig voran. Die zuträglichen Hefezellen sind willig und zeigen durchschnittlichen Elan. Die Killerhefen sabotieren den Prozess, wo sie nur können. Wow, sowohl Sauerstoff als auch Nahrungsmittel sind hart umkämpft. Die toxischen Hefezellen stellen eine große Gefahr dar. Die Killerhefen sondern Stoffe ab, die den Macherhefezellen und dem entstehenden Wein schaden. Die Macherhefezellen müssen in die Übermacht. Nur so ist eine gute Weinproduktion zu gewährleisten. Um das gegenüber den Killerhefen zu erreichen, greift man auf Reinzuchthefe zurück. Mit diesen vielen Macherhefen zusammen ist es die beste Voraussetzung, um sich am effektivsten zu vermehren und fruchtige, bekömmliche Weine zu erarbeiten. Die optimale Temperatur für den Gärungsprozess liegt bei Weißwein zwischen 15 und 18 Grad Celsius. Ist die Temperatur im Getränk zu hoch,
wird die Situation richtig gefährlich. Die Hefezellen beschleunigen die CO2- und Ethanolproduktion. In zu kurzer Zeit wird zu viel Alkohol gebildet. Um den Fortschritt der Gärung zu messen, müssen immer wieder Proben entnommen werden. Zunächst misst man den Zuckergehalt. Der Zuckergehalt wird weniger, weil die Hefen den Zucker zu Alkohol und Kohlendioxid vergären. Alkohol ist ja generell was Schönes. Aber wenn der zu viel wird, dann wissen wir ja aus eigener Erfahrung, was passiert. Nicht wahr? Die Messungen des Zuckergehaltes geben direkt Informationen über die Aktivität der Hefen. Zu viel Alkohol belastet nicht nur den Wein und den Weingenießer, sondern schadet weiter vor auch den Hefezellen. Durch die Regulierung der Temperatur kann man direkt in den Gärungsprozess eingreifen. Bei hohem Alkoholgehalt wird der Gärtank auf moderate Temperaturen abgekühlt. In der Hitze würden die Hefezellen sonst versieden und keine Leistung mehr bringen. Bei der Temperaturregulierung ist immer wieder Fingerspitzengefühl verlangt. Befindet sich die Temperatur unter der optimalen Spanne, verlangsamen die Hefezellen ihren Stoffwechsel. Bei zu niedrigen Temperaturen stellen selbst die gärkräftigsten Hefen ihre Arbeit ein. Bei extremer Kälte oder Hitze sterben die Zellen sogar ab. Regelmäßige Geruchs- und Geschmacksproben sind sehr wichtig, um die Aromabildung des Weines zu kontrollieren. Dafür werden jeweils Proben des gärenden Traubenmosts entnommen und gekostet. Übel riechende Aromen sind häufig die Folge einer mangelhaften Nährstoffversorgung der Hefezellen. Fehlen den Hefezellen Nährstoffe, wirkt sich das negativ auf ihren Arbeitsprozess aus. Gärsalze, wie zum Beispiel das Diammoniumhydrogenphosphat, unterstützen die Hefezellen bei der Zuckervergärung. Nur durch ungestörte Zuckervergärung entstehen die gewünschten Gärbouquetstoffe. Genau das ist es, was der Weinkonsument schätzt. Einen harmonischen, aromatischen Qualitätswein. Im Laufe des fortgeschrittenen Gärprozesses sterben die Hefezellen nach und nach ab. Ab Mitte der Gärung arbeiten nur noch die leistungsstärksten Hefezellen weiter. Mm-hmm.
Und jedes Jahr von Neuem. Das ganz gefährliche und herausfordernde Abenteuer. Die Hefezellen sind eindeutig die Superhelden. Denn ihre Aktivität entscheidet, ob positive oder negative Weinaromen entstehen. Reben zu pflegen, die Trauben beim Wachsen zu behüten, all die großen Aufgaben im Weinbau und der Traubenproduktion. Das alles erschafft erst die Welt, in der die Hefezellen ihre großartigen Taten vollbringen. Aber das ist eine andere Geschichte. Thank you.